Hallo. Oh, wir haben das jetzt echt knapp überlebt hier. Ah, yeah. Hey, ihr Höhlenmenschen draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Kit und zwar dem Super Mario. Das ist das letzte Kit von den ganzen alten Kits. Morgen geht's dann weiter mit dem Spion und ja, das Super Mario startet mit einem Lederhelm, durch Hose sowie mit Jump Boost. Und mit Shift kann er einen Stampfer ausführen. Noch mal ganz kurz schauen. Starten mit einer und kann einen Baum das. Okay. Weil ich glaube, in den Patch Notes, wo die neuen Dings gekommen sind, die neuen Klassen, stand sogar da, dass der Holzfäller auch verändert wurde, aber ich weiß es nicht wie. Und ja, Leute, ich war beim Friseur. Und ja, Leute, ich war heute auch im Kino. Das heißt, ich kann euch natürlich wieder ein neues Movie-Review drehen. Und das kam mir richtig gut bei euch an. Das freut mich so sehr, dass ihr das so kräftig geliked und kommentiert habt. Da bin ich richtig happy. Was für ein Film es ist, das erfährt ihr dann. Oder beziehungsweise, ich glaube, das kommt sogar vor dem Video. Dann habt ihr schon erfahren. Geil. Was ich noch sagen wollte beim Film Captain America, den ich ja schon vorgestellt habe, die 3D-Effekte. Das habe ich vergessen, weil ich gucke die Filme meistens immer in 3D, damit ich das auch beurteilen kann. Und ich werde jetzt öfters mal ins Kino gehen, auch wenn ich den Film vielleicht nicht gerne ansehen möchte. Aber für euch tue ich das. So. Und außerdem schmeckt das Popcorn auch super. Alter, geil. Richtig gute Kiste erwischt. Der denkt sich jetzt so, hey, der hat jetzt hier voll die Diamanten bekommen, ey, voll das Arschloch. Oh, das nervt echt, also hier dieser Jump Boost, muss ich ehrlich gesagt sagen, der nervt ein bisschen. Also man kann damit nicht ordentlich wegrennen, wegsprinten, geht meiner Meinung nach da nicht. Ist der jetzt da runtergefallen? Ah, haben wir den? Oh ne, hier ist er. So. Erstmal eine Workbench. Ey, ich lasse die ganze Zeit ins Holz fallen. Ey, das kann's nicht sein. Was bin ich eigentlich für ein Typ? Was ist das für ein Typ? So, wir machen uns Schuhe, weil das andere haben wir ja schon. So, das kommt auf die 9. Die Enderperlen kommen mal hierher. Und das Gold kommt hier hoch. Mal gucken, wie die Runde so wird. Mal gucken. Ich hätte sonst eine Runde noch im Pet, oder bin ich aber Zweiter geworden. Und eigentlich möchte ich ja keine Runden nehmen, wo ich Zweiter wurde. Das gefällt mir dann nicht so. Oh, es laggt bei mir schon wieder. Ah, meine Brüder sind wieder im Internet. Ach, da könnte ich mich jetzt schon wieder ärgern. Wie soll ich immer bitte nicht immer im Internet sein? Wenn ich zumindest aufnehme. Wenn die eh wissen, dass wir so kack Internet haben. So, Schweinchen. Dich hole ich jetzt erstmal. Und das teilweise auch so, so ruckelt, ey. Das ist. Oh. Gar nicht. 45 Blöcke. Wir gehen einfach mal auf ihn zu. Ich meine, die Super Mario-Rüstung ist jetzt nicht so, dass man sie jetzt nicht erkennen würde. Also das ist eine Rüstung, bei der da kann man, glaube ich, seine Superkräfte, sage ich jetzt mal. Oh. Hä, habe ich da jetzt keinen Fallschirm bekommen? Was? Wie bitte? Was ist da passiert? Ich spiele nämlich ohne Ton und das ist für mich so dermaßen komisch. Super. Geil. Hallo. Oh, wir haben das jetzt echt knapp überlebt hier. Schnell hoch, damit wir nicht ertrinken. Das ist mir nämlich schon sehr oft passiert, dass ich dann einfach unter Wasser geblieben bin und dann bin ich einfach so drin, obwohl ich das gar nicht wollte. So, das Tierschwert kommt hier hoch, das kommt mal hier hin. Die kommen hier runter, einen neuen, schönen, schicken Helm. Und... schnell regenerieren, bevor es weitergeht. Ich laufe jetzt einfach mal in die gegenüberliegende Richtung, weil ich habe jetzt keine Lust zu sterben. Noch nicht, ich bin noch so jung. So. Schnell essen hier. Ich meine, da ist das Kit vorteilhaft, dass man da vielleicht so ein bisschen höher springen kann. Aber beim Wegrennen, dann ist das meiner Meinung nach echt nicht geil. Also beim Wegrennen ist das nicht geil. Damit man schneller auf die Berg hochkommt, auf die großen Hügel hier, wo das Ganze so ein bisschen parkourmäßig ist. Ganz cool, aber also es stört mich sehr, das Wegrennen. Das ist, stört mich richtig. Glaubt ihr gar nicht, wie mich das stört? Oh mein Gott, ich kann nicht mehr leben. 83 Blöcke, 4 Diamanten, oh mein Gott.
Wir sollten jetzt ganz, ganz flott noch schnell craften. Und zwar eine Diamanthose. Und dann können wir uns auch gleich hier so einen tollen Brustpanzer machen. Alter Schwede. Alter Schwede, ist das geil. Was bräuchten wir denn hier unten noch? Ein Wassereimer. Ein Wassereimer ist nämlich immer ganz gut, wenn man einfach vielleicht vom Tower runter möchte, ohne dass man jetzt die Fallschaden bekommen möchte. So, ich habe jetzt noch eine Idee. Ich mache das so und dann hole ich mir da drüben das Lava. Ein Lava-Eimer ist, glaube ich, auch immer manchmal ganz praktisch. Wir haben erst eine Person getötet und es leben nur noch 4 Stück. Das war halt eine richtige, richtige Speed-Runde. 60 Blöcke, okay. Also wir werden da jetzt gerade reich von mit Diamanten beschenkt. Und so habe ich das mal verdient. 64 Blöcke. Ey, ich brauche Action-Maction hier. Ich hoffe, dass es im Kampf nicht laggt. Denn sonst ist das nicht so geil. Und hoch da, hoch da, hoch da. Wir kommen da hoch. Wir sind Ausdauersportler. Wir schaffen das. Okay, da drüben. Der hat nicht mal annähernd so gute Ausrüstung wie wir. Der könnte uns natürlich trotzdem kriegen. So. Natürlich beim Pfeilen ausweichen, glaube ich, ist das auch ganz nice. Ich mach mal so. Oh, der trifft uns gerade richtig gut. Er hat uns richtig gut getroffen. Aber wir treffen ihn auch, glaube ich, gerade richtig gut. Okay, und er ist tot. Also haben wir ihn, glaube ich, schätze ich jetzt einfach mal, besser getroffen als er uns. So, die Sachen sind jetzt kaputt. Und wie viele Dias haben wir? Perfekt. Oh, eins mit Rückstoß. Aber dafür einen verzauberten Bogen. Das ist ganz cool. Das kann ganz nützlich sein. So. Was wollte ich da? Ach, den Lava-Eimer. Genau. Sollten wir uns jetzt den Helm noch craften? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich warte lieber auf den Port. Es leben eh nur noch 2 Leute. Ich glaube, ich warte auf den Port. Oh, wisst ihr, was wir machen können, Leute? Das hier? Okay, das ist vielleicht ein bisschen gemein. Oh ne, da unten, da gibt's Wasser. Ich lach so, wenn der da jetzt reinfliegt. Ganz ehrlich. Ich glaube, das ist weg. Ey, wir sind schon solche Geburten. Also, wenn er deshalb jetzt stirbt, ne? Dann feier ich mein Leben. So. Er ist natürlich nicht reingefallen. Wäre auch zu schön gewesen. So schön, Leute. So schön wäre das gewesen. So, wir machen uns hier erstmal einen Hüllen. Dann. Könnten wir enchanten? Ja, natürlich könnten wir enchanten. Hier. So, mache ich das. Und so mache ich das. Ein bisschen Gold noch, dann könnten wir uns einen goldenen Apfel machen. Also lass uns einfach mal beten, dass hier Gold drin ist. Nein, aber Eisen. Okay, ja, ist auch manchmal ganz sinnvoll. So, das holen wir uns. Ist alles erstmal weg. Aber ich würde sagen, wir ziehen in die Schlacht. Aber nee. Ich enchante das. Mir egal. Natürlich auf Schärfe. Das ist natürlich das, was mir am besten gefällt, wenn wir das hier auf Schärfe enchanten. Ich schätze mal, dass ein Känguru oder ein... so ein Enderman, weil der kommt ganz schön schnell auf uns zu hier. Okay, da haben wir noch ein bisschen Eisen. Ein einziges Dingsbums noch. Ein Goldstück, dann könnten wir uns noch einen goldenen Apfel machen. Und dann fühle ich mich ein bisschen sicherer, ne? Aber man kann sich ja auch nicht alles im Leben wünschen. So, da hoch. Perfekt. Perfekt, Leute. Wir können uns einen goldenen Apfel machen. So, und zack. Wir haben jetzt einen goldenen Apfel. Ich glaube, der wird uns helfen. Also, ich schätze es einfach mal, dass er uns helfen wird. Die Kiste da. Okay, also ich gehe jetzt einfach mal auf ihn hinzu, weil sonst ist es ja auch noch langweilig hier für euch. Das möchte ich auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Moment, so. Ja, holen wir jetzt auch noch das Gold.
Der ist da oben. 59 Blöcke ist nämlich jetzt nicht mehr so weit. Sobald er nur noch steht, 20 Blöcke oder so, dann esse ich den. Oh, was? Der wollte hier eine Falle machen. Aha. Okay, er ist hinten auf der anderen Seite. Ich esse jetzt einfach mal den Apfel. Und dann gehen wir einfach mal jetzt auf ihn los. Ich sehe ihn zwar nicht. Wo ist er denn? Ich glaube, er ist in der Höhle. Nein! Aber doch, wir sind Höhlenmenschen. Wir gehen gerne in die Höhle. Nee, er ist da drüben. Er ist hier. Sehen. Rin, bitte nicht wirklich. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich weiß ja nicht mal, wann wir ihn treffen. Das ist es ja. Mm. Wahrscheinlich trifft er uns jetzt die ganze Zeit. Und wir merken es nicht mal. Okay, ich habe die Kiste noch geöffnet. Ich Idiot. Ich muss hier weg. Ich renn weg jetzt. Gebüngst. So. So. Er hat Fallschaden bekommen. Das ist ganz cool. Oh. Nein. Jetzt wurden wir auch noch getauscht und bei mir leckt es extrem. Ich weiß es nicht. Ein Schuss noch, komm. Bitte, bitte lass uns einfach treffen, okay? Lass uns einfach bitte treffen. So. Wir haben ja auch noch einen verzauberten Bogen. Das ist dann schon manchmal auch sehr, sehr vorteilhaft. Aber ich glaube, ich werfe jetzt einfach eine Enderperle. Oh ja, wir haben gewonnen. Chichi. Chichi. Wir haben es überlebt. Oh nee, das wurde ich doch nicht. Ah, das war jetzt. Ja, kein Epic Endfight. Ich fühle mich so unwohl, wenn ich ohne Ton spiele. Dann kenne ich mich einfach gar nicht mehr aus und dann werde ich mega nervös, weil ich einfach nichts checke. So, wir gehen jetzt einfach mal hier hin. Wir skinlosen Höhlenmenschen. Stellt euch einfach vor, ich wäre ein Höhlenmensch. Ja, Leute. Ich freue mich, dass ich die Runde jetzt noch gewonnen habe. Ich hätte zwar noch eine im Petto gehabt, die, ja, da waren meine Brüder auch dabei, die saßen nebenbei, aber die hätten es ja eh nur versaut, weil die immer so ein bisschen Kacke machen. Aber wie gesagt, Leute, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen, Like und gefällt mir. Konstruktive Kritik in die Kommentare. Über nette Kommentare freue ich mich immer, ihr wisst das, ja. Und ja, Leute, dann mein Fazit zu dem Kit. Oh, ich bin noch voll am Zittern, ey. Weil ich bin so nervös gewesen jetzt, weil ich ohne Ton auch noch gespielt habe. Wir hatten zwar die bessere Ausrüstung, aber es hätte ja alles passieren können. Was wollte ich sagen? Ah, genau, mein Fazit zum Kit. Ich finde, das Kit ist, wenn man jetzt kein Känguru möchte, aber vielleicht am Anfang eine kleine Startrüstung haben möchte und dann vielleicht schnell über Hindernisse drüber kommen möchte, dann empfehle ich das Kit. Und sonst würde ich eher sagen, es ist nervig. Man kann einfach nicht so schön wegsprinten, weil man ständig einen höheren Sprung macht. Und dann ist das nicht so gut. Und ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich trotzdem sehr über einen Daumen nach oben freuen. Denn, ja, das freut mich. Und ja, Leute, ich würde sagen, das war's. Und gut, dann tschüss.